Da unten ist das Lager und ich könnte ja mal versuchen, warte mal, erstmal könnte ich versuchen, Folgendes zu machen. Nein, nicht das. Erstmal könnte ich versuchen, mich unsichtbar zu machen. Dann versuchen, hier hoch zu hüpfen. Vielleicht kann ich ja von hier oben bereits. Nee, kann ich nicht. Das ist ziemlich gut, das Lager. Das ist ziemlich gut gemacht. Denn das ist, ja, man kann eigentlich nur von vorne ran. Oder? Man könnte eigentlich auch. Ja, die Vögel, die sind ziemlich krass. Ja, ich könnte ja erstmal hier oben hingucken. Ach so. Ja, 43 Ocken, danke. Mit wem redest du? Are you talking to me? Wo ist der? Ich will hier nicht runterhüpfen. Ja, dass ich den nicht anvisieren kann. Dass man die immer nur aus der Nähe anvisieren kann. Ja, nö, dann hilft es wohl nichts. Wir müssen da kurz einmal hinrennen. Aber nicht wieder so wie eben. Vor allen Dingen, mein Digger, mach mal das richtige Zauberset an den Start. Ja, und bitte die richtige Combo diesmal anwenden. Ich würde das wirklich cool finden, wenn du das so tun würdest. Okay. Und dann bitte wegrennen, sobald die Kacke am Dampfen ist, ne? Sagte er zu sich selbst und glaubte kaum. Boah, schon wieder. Oh, ich kann nicht. Ah, der rennt im Kreis. Kacke. Moment, Moment. Oh, warte. Der rennt im Kreis. Er rennt im Kreis. Mein Charakter rennt im fucking Kreis. Warte mal. Ja, du Vogel. Das reicht dir jetzt aber mal. Alter, was ist los? Mein Charakter rannte im Kreis. Aha. Aber vielleicht bin ich einfach schon ein bisschen durch. Mega Powertrank gesammelt. Ist natürlich schön. So, jetzt, halt mal. Er hat den Helm nicht angefasst, sagt er. Warte mal. Ah! Nicht doch. Lumos. Dafür wirst du bezahlen. Nö. Warte. Wo ist das Vögelchen? Du bist nicht so genug darin, oder? Ah, Scheiße. Ich konnte keinen Trank trinken. Okay, der nächste Mal. Ich hasse es. Entschuldigung. Ah, das hat so gut geklappt am Anfang. Also entweder bin ich mit der Steuerung total bescheuert.
Ja. Miau, kriegen wir schon. Ja, ist ein bisschen krass, das Lager da. Ich weiß auch nicht, welche Levels die haben, aber es sind auf jeden Fall ernsthafte Gegner, muss man sagen. Ich frage mich jetzt, muss ich die jetzt alle von vorne machen? Wurde jetzt das letzte Mal gespeichert, bevor ich überhaupt das Lager anvisiert habe? Jetzt mach schon Lade. Ach, fuck. So, und Dort. jetzt. Nein, nicht doch. Irgendwie bin ich schon so ein bisschen nicht mehr da. Da. Und das waren ein paar viele eben, ne? Da auf einmal. Die laufen da auch immer alle in Gruppen durch die Gegend, wie ich gerade sehe. Und die kommen da jetzt auch nicht mehr raus. Laufen jetzt mal alle nach hinten. Ach so, warte. Da war eben einer. Kommst du nicht davon? Doch. Ich hab's noch mal geschafft. Eigentlich müsste ich jetzt speichern. Könnte ich auch machen. Warte mal. Bisschen nervös. Ja, schnell speichern gibt es in diesem Spiel leider überhaupt nicht, wie ich erfahren musste. So, Spiel speichern. Entführter Kaukohl. Ja, machen wir mal. Ja, nicht abbrechen das Speichern, sondern. Ja, ist jetzt auch nicht so ein Aufwand, ne? Ja. Halt. Nein, 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 den. Ja, genau. Muss ich mir merken. Das war gut. Weißt du? Und wenn wir schon mal so gut sind dabei, mag jetzt feige erscheinen, aber speichern ist erste Bürgerpflicht. Hätte ich das vorher schon mal gemacht. Ich will gar nicht wissen, wie viel Speicherstände inzwischen irgendwo auf meiner Platte und in der Cloud vorhanden sind. Wieder zurück. Verkleiden wollte ich gerade sagen. Und diese Kombination mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Mit dem Ranziehen, Eisen und dann. Na, kommst du da raus? Ach, guck mal, den kann man gar nicht kriegen. So, haha. Ja, Hit and Run. Klau den Bolzen ein der Armbrust eines Waldläufer-Anhängers. Ja, wie soll man das denn machen? Wahrscheinlich, indem man Accio oder nein, 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 warte, 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 warte. Expelliarmus, genau. Wahrscheinlich ist das der Weg. Huch. Ja. Warte mal. Ein Blitzschlag in die Rübe. Ein Anhänger weniger, Renrock. Das ist sogar noch eine Merlin-Prüfung.
So. Revelieren wir mal ein bisschen. Was ist das denn da? Ach, das... Ich habe irgendwo gelesen, dass es Merlin-Prüfungen gibt, wo man von irgendwelchen Steinen zu anderen Steinen springen muss. Na toll. Jump and Run gefällt mir gar nicht. Da ist eine Truhe mit Feinigkeiten. Nein. Revelio. Wo bist du denn? Mein Freund, du hast mich eben gerade gefragt, ob ich Schmerzen mag. Wo ist denn das Viech? Ist der irgendwo? Hä? Ich kann den nicht entdecken, den Vogel. Ah, mein Bauch knurrt. So, also ich muss von einem Stein zum anderen springen. Wie soll das denn gehen? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ja, ja, und ich finde die ein bisschen sehr tough, um es mal so zu sagen. So weit kann man gar nicht springen. Revelio. Ach, wahrscheinlich muss man vom obersten auf den untersten springen und nicht von unten nach oben. Okay. Das heißt, ich muss da hoch auf diese Plattform. Das kann ein Spaß werden. Ihr wisst ja, wie geschickt ich bei sowas bin. Wahrscheinlich muss ich auf die Plattform rüber. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ach, scheiße. Nö, das war mal aua. Nee, ich muss wahrscheinlich auf diese Plattform da hoch. Aber wo ist der Anhänger, der hier eben noch gequäkt hat? Markt durch Märten. Vielleicht habt ihr das gehört. Also ich sehe hier niemanden, aber... Wahrscheinlich muss ich jetzt jedes Mal speichern, bevor ich einen der Schritte mache. Ich würde am liebsten speichern. Weißt du was? Dann machen wir das doch. Warte mal. Das wollte ich jetzt nicht. Nee, das auch nicht. Ja. So. Speichern. Besser einmal speichern, als den ganzen Quatsch wieder von vorne anfangen zu müssen. So, hier, zack, und drauf. Ich sag's gerade noch, ne? Ha ha ha!
Vielleicht sollte ich kurz auf Tastatur und Maus wieder umsteigen. So. Ah, nicht auf das Holz, nicht auf das Holz, nicht auf das Holz. So. Möglichst genau drehen. Dass wir diese Ecke erwischen. Und ab dafür. Ah, fuck. Weißt du was? Ich speichere. Ich das Ganze nochmal machen muss. Oh, Digga. Also, die Frage ist jetzt, wie kriege ich das am besten hin? So nicht. Tja. Wenn ich jetzt lade, gibt es einen Ladebildschirm des Grauens und ich weiß nicht, ob das besser ist. Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir diesen Ladebildschirm nicht öfter sehen müssen. Das war ja eben eigentlich ganz gut. Aber dass das Teil so strikt ist, dass es sagt, wenn du da einmal rüber gehst auf das Holz, dann ist sozusagen die Kette unterbrochen. Naja, auf gewisse Art und Weise verständlich. Moinsen. Ja, Stimme zerbricht mal wieder. Alter, und ich müsste jetzt gleich eine Pause machen. Sonst gibt das wieder Überlänge. Gibt's sowieso bei fast allen Folgen. Ja. So, und ich muss jetzt eigentlich eine ganze Menge aufnehmen, weil nächstes Wochenende ist das lange Pfingstwochenende. Und am Tag nach dem langen Pfingstwochenende ist das Material der letzten Aufnahmesitzung. Toast? Käse Toast? Wo bist du denn, Vögelchen? Ich sehe dich nicht, Vögelchen. Ist wahrscheinlich irgendwo auf einer Plattform da drunter. Ja, und jetzt? Hä? So, nö, also ich kann hier keine weitere Plattform entdecken. Warte mal, habe ich das Ding überhaupt aktiviert? Eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Oh, ich bin doch so ein Honk. Entschuldigung. Leute, ich mache eine Pause und dann werden wir das Ganze das nächste Mal erledigen, also morgen. Ich habe das Teil nicht aktiviert. What the fuck? Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Ja. Versuche ich es nochmal. Kann ich machen, ja? Ja, ja. Ah, jetzt sieht man auch. Ach du Scheiße, guck mal, jetzt hat es da drüben die ganzen Fässer wieder hingesetzt. Das ist natürlich unschön. Hm. Oh, ich hasse es. Schnell. Nee, nicht doch. Ah, was, in welche Richtung der manchmal rennt. Es ist echt schon nicht mehr lustig. Ja.
Und jetzt das Ganze von vorn. Aber wisst ihr was, das machen wir wirklich morgen. Ich sage ciao mit MV morgen. Ich bin erstmal durch mit dem Kram.